Von oben sieht das ja alles ganz friedlich und schön aus. Aber unten am Erdboden sieht man dann das ganze Drama. Hallo Freunde meines Kanals. Heute nehme ich euch mit nach Pattaya 2. Das liegt am Westufer von dem Ubolrat-Staudamm. Und hier sind eigentlich 22 Restaurants. Und die waren eigentlich immer recht gut besucht. Jetzt während der Pandemie ist das totale Asche. Nicht alles, ja, fast den Verfall preisgegeben. Wenn man das alles wieder in Betrieb nehmen will, muss man erstmal wieder ein bisschen Geld in der Hand nehmen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Familienschicksale damit dranhängen. In der Woche waren, soweit wir festgestellt haben, zwar immer nur 2 Restaurants geöffnet, aber an Wochenenden waren da bestimmt alle geöffnet. Denn in Konkien ist es nicht weit. Und Familien mit Kindern konnten sich dann hier so ein bisschen mal austoben. Der See ist hier nicht sehr voll. Man muss ziemlich weit runterlaufen, um da ranzukommen an das Wasser. Wie man sieht, ist hier der Strand leer. Früher sind hier die Bedienungen mit Mopeds runtergefahren und haben das Essen runtergebracht, weil das möglich war. Heutzutage ist nichts mehr. Auch die Tretboote sind alle verschlossen da rum. Ist auch nicht gut. Das sind jetzt hier die neuen Strandgäste, die sich jetzt hier aufhalten. Na, die Familien, die früher die Gaststätten betrieben haben, die müssen jetzt von Rinder zu mehr oder weniger aber Wasser halten. Ein paar Fischer gibt es auch noch. Ja, aber den Fisch werden sie jetzt hier nicht los. Den haben sie ja sonst immer in die Restaurants verkauft. Und jetzt, alles ein Trauerspiel. Hier sieht es aus, als wenn die ganzen Gaststättenbetreiber geflüchtet sind. Die mussten wahrscheinlich von heute auf morgen schließen. Da in der Glasvitrine, da sind noch ausgeblasene Eier drin. Hat man nicht mal Zeit, die wieder rauszunehmen. Ja. Sieht aus, als wenn gestern noch geöffnet war, aber das ist ja noch nicht der Fall. Auch da hinten sind Kühe. Ich finde es einfach nur traurig. Ja. Das ist ja eigentlich eine schöne Ecke da gewesen. Könnte man schön baden, mit dem Tretboot fahren. Ein Bananenboot war auch da gewesen. Alles nicht mehr da. Gehen wir mal die ganze Reihe der Restaurants hier ab. Nichts mehr. Früher waren immer Gäste da, auch in der Woche, zumindest in der Mittagszeit. Jetzt treiben da Schulkinder ihr Unwesen, weil da auch keine Schule zur Zeit stattfindet. Anzutreffen sind die Rindviecher und die
wie Züchter. Gucken wir uns die ganze nochmal von der Strandseite aus an. Hier sind die Tretboote. Die fristen auch ein fristloses Dasein jetzt. Ist auch nicht gut, wenn sie da rumliegen und nicht benutzt werden. Alles verlassen. Keine Menschenseele. Wir waren ja einzeln da an dem Tag. Und die paar Schulkinder, die da naja, Unwesen getrieben haben. Anders kann ich das nicht sagen. Hier der Wellenschlag am Strand von Pattaya 2. Wellenrauschen war nicht zu hören. Viele Muscheln liegen hier auch rum. Eine große Schnecke. Man in seiner Vergangenheit wohl ein größeres mal vorgehabt. Man hat so ja ein Bootsanleger hier gebaut. Aber das Wasser ist ja jetzt sehr weit weg. Das mit dem Bootsanleger war eine Fehlinvestition. Und dass die Stelle darstellen soll. Weiß ich nicht, da bin ich nicht hintergekommen. Steht gleich neben dem Bootsanleger. Aber für was das da ist, entzieht meiner Kenntnis. Tretminen, hier liegen einen Haufen jetzt rum. Die Rindviecher hinterlassen einen Haufen Mist. Muss man aufpassen, dass man hier reintritt. Dann ist der Anime. Da von einer fernen Vergangenheit noch die großen Pläne, die man hatte, Haufen Steine farblich angestrichen, liegen da rum. Ja, waren wahrscheinlich als Fotoecke gedacht. Auch hier sieht alles jetzt ein bisschen triest aus. Dann ja noch mal aus einer anderen Ansicht. Also ein kleiner Dino-Park. Den kleinen hat man schon mit dem Nick gebrochen. Den großen wächst der Baum über dem Kopf. Und da ist dann noch ein kleiner da, der noch heiler ist, wie es aussieht. Hier steht noch mal dran, Pattaya 2. Der Fisch könnte auch mal ein bisschen Farbe vertragen. Und daneben steht ein Zwinger mit einem Ziegenbock drin. Und dann hier noch so ein Schutzpatron, ein Futter. Man kann aber das Ganze auch nicht abwenden. Da wächst die Straße langsam zu, weil da kaum noch was lang fährt. Ja Leute, triste alles. Dann war's mal wieder für heute, Leute. Danke ich mich für's Zuschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, Dieter.